Ich begrüße euch herzlich wieder zurück zu meinem Let's Play von Sim Airport. Am Tag 13 füllt sich der Flughafen allmählich wieder. Die ersten hungrigen Reisenden strömen hinein. Und wir haben das letzte Mal aufgehört, damit die Herrentoilette etwas umzubauen. Weniger händewaschlastig, mehr geschäftslastig, sagen wir so. Eine Möglichkeit wäre auch natürlich, die Wand hier ein bisschen rüberzuziehen, weil, wie gesagt, die Toilette wird eh nicht benutzt. Die kann ich eigentlich komplett dicht machen und alles, weißt du, alles umfunktionieren. Aber langfristig, wenn ich das Geld irgendwann dazu habe, möchte ich hier eh alles umbauen. Weil das ist alles viel zu klein. Viel zu klein. Aber es kostet einen Haufen Geld. Na, auf jeden Fall, wir haben hier schon wieder die ersten Flüge unterwegs. Ryanair. Das wäre aber ungünstig, wenn die kommen. Ihr dürft nicht kommen. Bitte, bitte nicht kommen. Ich habe dafür gestern extra 60.000 hingezahlt, dass sie nicht kommt. Schauen wir mal. Und wenn dann wir zwei Maschinen hier stehen, die sagen, hey, ist mein Parkplatz. Genau, bei der Forschung. Wir sind gerade dabei, den Stadtbahntransit zu erforschen. Einfach, das ermöglicht uns hier an diese Strecke einen Bahnhof zu stellen. Und der Light Rail Train hält dann auch dort und, wir haben nicht mehr hunderte Passagiere hier nachts des Nachtens im Regen stehen. Genau. Das ist das eine, was gerade läuft. Das nächste, wo ich da überlegen bin, ist, ob ich erstmal in Richtung Treibstoffports gehe, um mehr Airlines auch ranzulocken. Was eh hinfällig ist, weil ich habe keinen Platz für mehr Airlines. Das heißt, ich müsste eh erst weiter ausbauen in die Richtung. Wenn ich das aber mache, da kann sich, da verwette ich drauf. Weiß ich irgendwas fertig da drauf, dass wenn ich hier einen vierten Stand hinklatsche, dass hier meine vollkommen viel zu kleine und vollgequetschte Sicherheit komplett durch die Decke geht und die Grätsche macht. Das heißt, da müsste ich auch hier mehr Platz schaffen. Um hier mehr Platz zu schaffen, müsste ich eigentlich entweder hier in die Seite anbauen oder ich werde zweistöckig. Zweistöckig hat aber das Problem, wenn wir mal uns das angucken wollen, also müssen wir mindestens den Trakt hier, da sind wir mal eine halbe Mille ärmer. Und ich könnte jetzt natürlich einfach 10 Tage vorlaufen lassen, dann habe ich eine halbe Million zusammen und dann anfangen. Dann kann ich das hier alles nach oben ziehen, die Frage ist, was mache ich dann unten? Gepäckrückgabe, da müsste ich wieder groß umbauen und alles, deswegen, ich würde zwar sehr gerne zweistöckig werden, allerdings glaube ich, dass ich diese drei Stands, die lasse ich so, auch später. Und ziehe hier meine Sicherheitskontrolle einfach in die nach unten, in die Länge, was einfacher ist. Und dann hier fortführen und auch auf der anderen Seite kommen dann normale Medium und Large Stands, aber vor allem erstmal Medium Stands hin, die dann hier, also Large und XL gibt es ja, ist auch Medium gibt es gar nicht, also Small haben wir hier. Und hier an die Large, mit Finger. Die kommen dann hier und auf die andere Seite hin. Genau, da mache ich das Terminal noch ein bisschen breiter. Kommt dann dorthin und ich baue dann hier hinten einfach eine Rolltreppe nach oben. Und das bleibt halt niedrig. Und die drei Stands kann ich dann für Dash 8 benutzen. Die können eh nicht an Finger. Oder eben für so EasyJet und sowas, so Low-Cost-mäßig, weil dass ich eben sage, hier, die zahlen nicht für einen Finger. Sondern nur für eine Laufposition. Und so ist es ja auch in der Realität und an den Finger kommen dann die Premium Carrier a la Lufthansa und wie sie alle heißen. Genau, aber das würde bedeuten, mit diesem genialen Plan, den ich mir so eben ausgefuchst habe, das würde bedeuten, dass ich hier das Ganze nach unten ziehen und verlängern muss und dann hier so eine Beule quasi reinbaue. Also, wir haben noch ein Planungstool. Ich benutze es nie. Also, wir quasi dann hier so. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir brauchen noch Schlangen, also das hier alles quasi dann mit also Sicherheitskontrolle hier voll machen, das da. Hier mehr Bereiche im öffentlichen Bereich quasi haben, mehr Wartebereiche und auch mehr Check-in-Bereiche, weil auch das wird irgendwann eng werden. Und
Dann muss ich mal schauen, diese Gates. Passen da eh nur an gewisse Sachen hin. Das heißt, das sind glaube ich drei, wenn ich es richtig sehe. Kann ich hier? Vier. Eins noch, okay. Genau. Dass ich dann diesen Konkursbereich, sage ich jetzt mal, ein bisschen verbreiter. Hier dann auch Wartebereiche für die zweite Hälfte hinbau. Hier unten dann weitere Stands hinklatsche. Wo kann ich denn hier vom Raster her, damit ich da weiß, wie weit ich gehen kann? Wie weit kann ich gehen? Passt perfekt. Genau. Das ist doch mal ein Plan, ein Langzeitplan, mit dem ich arbeiten kann. Und dann habe ich im Erdgeschoss, das ist auch ganz praktisch, ich mache auf der nördlichen Seite kleine Stands und auf der südlichen Medium Stands und Large Stands, sodass ich, oh hier, Entschuldigung, muss ich jetzt mal 320 von der SAS, neue Airline, Erstflug, Champagner für alle. Da kommt Begeisterung auf. Genau. Und dann habe ich für die nördliche Seite eben im unteren Bereich Wartebereiche und für die südlichen im oberen Bereich. Perfekt. Das geht sich aus. Es ist der Wahnsinn. Hallo. Ihr seht alle sehr gut kompakt aus. Bin mal gespannt, wie viel mit denen fliegen. Hier, die ist schon seit... Na, die warten nur noch aufs Gepäck. Da warten die Leute drin. Und es... geht nicht vorwärts. Flugmanagement. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich habe einen Plan. Und bevor wir da jetzt weiterreden, warten wir jetzt, wie viel fehlt da noch? 30 Minuten, na dann, würde ich sagen. Nachbrenner zünden. Und nach genau 30 Minuten ist es abgeschlossen. Wunderbar. Und wir haben jetzt hier schon wieder 120 Leute sitzen. Wie viel passt eigentlich in so einen Bus? Wann fährt der los? 50. 70 Leute passen in den Bus. Ja, okay. Ich glaube bei LRT, oder? Nein. Da. Ah, Stadtbahn. Hier, da ist es. Genau, das kommt da hin. Oh, fuck. Ich hatte irgendwie 30.000 im Kopf, haben die nochmal nachgeschaut. Das sind tatsächlich 194.000. Okay. Afterburner. Und wir sind pleite. Hätte ich vielleicht mal erst gucken, dann Geld ausgeben. Manchmal hilft es dann doch. Wie sieht es hier aus? Oh, wir haben Verspätung. Und wir haben Verspätung. Aber alle sind drin. Das ist wunderbar. Bei der Flybe, da haben wir jetzt die Abflugszeit verkürzt. Passt wunderbar. Geht trotzdem überpünktlich noch raus. Der Germane ist auf der Position 3. Ich glaube, Position 3 ist da so ein bisschen verflucht. Was Verzögerung angeht. Alle Delays, die ich hatte, waren glaube ich auf der 3 bisher. Oder einfach, weil die junge Dame, die hier immer steht, ein bisschen langsam beim Boarding ist. Weil auch hier wieder Verspätung. Obwohl die alle rechtzeitig hier dran standen. Das dauert einfach ewig. Aus irgendeinem Grund. Die gehen hier hin und gehen wieder zurück. Und stellen sie nochmal an. Die wollen zweimal geboardet werden oder was? Ist das vielleicht, weil hier, also der größte Unterschied ist, dass die direkt vor der Tür quasi stehen und die eins versetzt. Liegt es daran? Es könnte sein. Ich werde in der kommenden Nacht das mal umbauen und schauen, ob es daran liegt. Auch wenn ich dafür eigentlich kein Geld habe. Aber es ist, glaube ich, ein relativ günstiger. Ah, und die nächste Airline, Aer Lingus. Herzlich willkommen. Erstflug, Champagner für alle. Wir kennen das Prozedere. Was ist hier los? Dringend Wartung. Oh. Die werden hier ganz schön runtergerockt, diese Ladestationen. Das ist ja
Wahnsinn. So, genau. Aer Lingus, irische Airline, fliegt von hier nach Dublin. Sage ich jetzt einfach mal. Meine umgebauten Toilette, siehst du? Kein Problem, nur mit nur zwei Waschbecken. Oder eigentlich nur ein, weil das irgendwie doch, das benutzt auch sehr gut. Eine ähnliche Schönheitskur könnten wir hier uns auch mal überlegen. Auf der Damentoilette, weil jetzt staut sie bei den Damen. Boarding beginnt jetzt. 13 Paxe. Du, das haut aber rein hier, du. Hei, 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 hei. 13 Paxe mit 4 Koffern. So. 100% gebordet. Mit einer geilen Verspätung von 84 Minuten. Stand 3 scheint irgendwie da noch Probleme zu haben. Du Grinsebacke, was machst denn du? Soll ich ihn mal entlassen und schauen? High and fire, entlassen, nächste Einstellung und schauen, ob es die besser macht. Nee, es kann sein, dass die KI hier irgendwelche Probleme hat. Ich weiß nicht wegen der Tür, obwohl eigentlich halt nicht so und wer weiß. Wer weiß. Ich werde das da mal eins nach rechts verrücken, den Gate-Schalter. Und dann gucken wir mal, ob das was bringt. Aber wir wollten ja den Afterburner so lange mal reinballern. EasyJet. Überpünktlich. Ah ne, ha. Die sind natürlich alle jetzt delayed, weil die warten. Was natürlich auch sehr nett ist, aber die warten in der Luft tatsächlich. Wie sie reinkommen. Da können wir halt auch nirgendwo wieder was auf. Das ist halt der Nachteil, wenn man keine Lücken im Flugplan hat. Und wenn ich mir das so anschaue, auf der 3, da haben wir natürlich hier die üblichen, haben wir hier halt alles dabei. Da haben wir Welling, da haben wir EasyJet, da haben wir Jet2. Das sind alles volle Hobel. Nicht mal so eine Flybe zwischendurch, die eh viel zu früh fertig ist, wo man wieder was reinholen kann. Das geht hier nicht. Und wenn die weiter ihr Spielchen hier so treibt, alle zweimal boardet. So, jetzt ist die nämlich raus. EasyJet ist storniert, Ryanair ist storniert, Endanflug Welling. Und die nächste EasyJet ist gleich auch im Endanflug. Das ist ja geil. Hätte ich jetzt schon die nächsten Stufe Operations erforscht, könnte ich die einfach auf Position 2 und 1 schicken. Wobei das auch nicht geht, weil wir haben ja hier ebenfalls Ankünfte. Also, Stand 3, kleiner Sorgenstand. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der hier direkt an der Wand ist, aber man sieht ja hier, die laufen hin und her und hin und her und da ist meine Crew. Was macht die Airline-Crew? Was? Vielleicht für den stornierten EasyJet-Trip. Ich weiß es nicht, was die KI wieder fabriziert. Fährt rein. Auf dem Weg. 18.15 Uhr. Tatsächlich. Ah, durch die Stornierung haben wir es hingekriegt, in Takt zu kommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alle raus, alle rein. Scandinavian ist auch. Ne, die ist nicht gekackt. Was bedeutet der rote Stern? Ich dachte, rot heißt gecancelt, aber. Ah, verspätet. Verspätet. Das erklärt's. Dann sehen wir dann, dass es dann irgendwann hier. Die hat es da rausgehauen. 12.15 Uhr gehen erst um 15.29 Uhr raus und danach. Die haben sie gleich gecancelt. Die Ryanair auch. Die Welling, die gingen dann alle zu spät raus. Jet2. Deine Zeit läuft. Es wird aber auch ein Delay. Weil du auch wieder 48 Minuten zu spät rein bist. Was ist mit dieser Position los? Irgendwas gefällt der KI nicht. Ich weiß nicht was. So. Das ist glaube ich. Erwarten wir hier noch eine? Naja, da kommt noch ein EasyJet rein. Ich dachte gerade, weil die Lauder Motion schon hereinschneit. Kann ich hier gleich dicht machen, aber. Ist noch nicht so weit. So. Aber wir sind schon wieder, haben wieder gut was von unserem aus Blödheit fabrizierten Minus gemacht.
Aber die Leute sollten glücklich sein, dass sie. Wir warten trotzdem 120 und 70. Ah, geile Sache. Die kommen jetzt auch mit. Ah, nee, das hat sie, glaube ich, aufgestaut da hier oben. Okay. Never mind. Was zur Hölle treibt ihr da? Hier, die gehen hin und wieder zurück und hin und So, jetzt müssen wir ein Quick Construction hier machen. Borde die doch endlich, du Troller. Ich glaube, ich entlasse sie echt gleich wegen ihrem. Das wäre gemein. Demontieren. Schlangen. Warteschlange entfernen. Kann ich hier einfach drüber ziehen? Um Gottes Willen. So. Jetzt kommt er. Zack, und weg. Bauen. Gate-Schalter. Wo haben wir die denn? Die haben wir auch so direkt da vorne. Ja. Machen wir jetzt einfach mal. Warteschlange. Weil das auch da kein Problem ist. Dann legen wir die so an. Da hinten geht eh nie einer raus. Das ist, so, dann können wir die mal so hinbauen. Sollte passen. Und dann hoffen wir, dass rechtzeitig vor dem ersten Flug Gate A3. Perfekt. So, wurde was gekackst? Nee. Und auf dem Weg. Scandinavian, 6.15 Uhr. Herrlich. Wunderbar. Dann, wir haben noch Zeit. Okay. Einen Tag schaffen wir heute noch. Wir müssen einfach wegen Gas geben. Und jetzt ist eine andere da. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Asiatin. Und die davor war, die ist jetzt am Check-in, oder wo? Ja, diese Grinsebacke sitzt jetzt am Check-in. Verkackt sitzt dort. Mal schauen, ob du es besser hinkriegst als deine Kollegin. Was wir vielleicht auch noch machen sollten, ist... das hier aktivieren. Genau. Und dann gucken wir jetzt mal, ob dieser Bug wieder auftritt. Oder aber nicht. So, die SAS rollt rein. Ich warte auf die Leute, dass sie die Warteschlange nutzen. Perfekt. Sie stellen sich an und sie boarden. Wunderbar. Okay, irgendwas war da anscheinend an der KI. Ist halt immer noch still im Development quasi. Aber siehst du mal, zack, bumm, eine Stunde vor Abflug ist der Hobel voll gebordet. Sehr gut, kleine Asiatin. Besser als deine grinsende Freundin. 44.000. Haben wir Flüge verloren? Kann das sein, dass wir Flüge aus dem Dings... Nein. Warum mache ich jetzt 6.000 weniger als am Vortag? Kostet mich... Personalkosten... Personalkosten ist hochgegangen. Oder was heißt es hochgegangen? Ist hoch, aber 22.000 an Einkommenssteuer. Das ist ja wirklich... Heftig deftig, was wir an den Start abtreten dürfen. Egal, am Ende des Tages sollten wir im grünen Bereich sein. Was schon mal sehr hübsch ist. Wir sind bei einer 76%igen Zufriedenheit. Trotz meines hübschen, dekorativen Statue hier. Nur nicht höher. Und die Airlines mögen uns auch zu 55%. Ja. BMI. 27. Die sagen, wir fliegen. Wo fliegt BMI denn hin? Ah ne, das ist ja die Lot. Ha, ist ja gar nicht die BMI. Hoppala. Ja, die Lot fliegt nach Warschau. Sun Express, sie fliegt irgendwann in die Türkei, Antalya oder sowas. Genau. EasyJet kann überall hinfliegen. Aer Lingus nach Dublin. Also, Flybe, die fliegt nach Edinburgh oder sowas. Irgend so ein kleiner, mittelgroßer Flughafen. Kleiner, mittelgroßer Flughafen. Das ist sehr gut. Das macht schon wieder Sinn. Die Damentoilette, die bin ich noch nicht angegangen. Das kommt dann in der kommenden Nacht.
nachts auf der Damentoilette. Weiß Bescheid. Genau. Und wenn wir wieder Geld haben, kann man dann auch mal anfangen, das mit dem Tanken und alles. Also ich will eigentlich am liebsten alles auf einmal machen. Das geht aber nicht. So, Flugstatus. Bisher alles on time wieder weggeschoben. Ich bin begeistert. 13:41. Guckt dir das an. Die Maschinen gehen hier so früh wieder raus. Eine halbe Stunde vorher. Eine halbe Stunde mindestens vorher. Einzelhandel, 11 Transaktionen. Sehr geil. Stimmt. 1500. Oh. Geld. Ich sehe hier Geld. 900. Da geht was, du. Da geht das. Ohne Scheiß. Haben wir hier. Können die noch eine kleine Bar hinklatschen? Zeitungsjust. 305 Dollar an Zeitung verkauft. Hey. Du. Das ist der Wahnsinn. Gestern Umsatz 413. Oh, nice. Auch die bringen ja echt 1500. Ich muss überall nehmen die Warteschlange und auch im Sicherheitsbereich, da rennen die ja alle dran vorbei. Das ist die Lizenz zum Gelddrucken. Gestern war es ein bisschen mau, wegen den ganzen Verspätungen. Aber heute läuft es schon wieder hier am wie am Türchen. Wie gesagt, wir haben noch keine einzige Maschine zu spät rausgeschickt. Die sind alle viel früher gegangen. Sehr geil. Ich bin begeistert. Und wir sind wieder im grünen Bereich. Selbst oder weißen in dem Fall. Sehr hübsch, sehr hübsch. Genau, hier kommt noch eine EasyJet hin, da noch die Lauda Motion. Oh, eine Eurowings und eine Lauda Motion. Ja, wir haben ja auch erst 20 Uhr. Da geht noch was. I70 abgeht. Was haben wir hier? Eurowings kann ich eigentlich auch mal zusammenkürzen, weil die fliegen immer nur halb voll hier. 78 Paxe. Eieieiei. Also hier haben die irgendwie eine Auslastung von 50%. Auch hier 22, ja, 43 Stunden früher. Hm. Lieber nicht, lieber nicht. Genau, Flybe ist da und die Lauda Motion nach Palma. Oder, ja, sagen wir einfach mal nach Palma. Wo soll es Lauda Motion denn sonst hinfliegen? Ja, wunderbar und wieder kehrt Ruhe ein, zumindest für die nächsten 4 Stunden. Merkt man daran, dass die Maschine jetzt auch eine 3-4 Stunden früher geht. Das heißt, ihr Leute könnt jetzt alle in Feierabend abhauen. Achso, ja stimmt, einen Nachtkehrer haben wir ja noch. Und der da, der war gestern Nacht auch schon da. Der ist irgendwie strange. Nachts am Flughafen ist wie nachts im Museum. Genau, ich wollte Schluss machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. 1020, jetzt bin ich wieder ins Minus gerutscht aus irgendeinem Grund. Ich habe nichts gebaut. Vielleicht Tagesabrechnung. Aber es kann sein, dass ihr dann die Steuer eingezogen habt. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder am Start. Ich auf jeden Fall. Bis dahin, haut rein. Euer Benz740. Ciao.